Sheikh ibn Uthaymin, Rahimullah. Er sagte, das Manko in unserer Zeit ist, dass diejenigen, die manchmal die Moschee besuchen, einen besseren Charakter haben als die Tullabul Ilm. Und die Tullabul Ilm, sie beschäftigen sich tagtäglich mit Ayat und mit Hadithen. Und daher will ich euch sagen, liebe Geschwister, Charakter ist Charakter. Und wir sollten wirklich nach dem besten Charakter trachten. Eine Frage an euch. Wenn einer euch ständig Geschenke macht, fällt es euch schwer, ihm ebenfalls etwas zu schenken? Antwort? Nein. Warum? Weil das Gute kann schnell mit dem Guten getilgt werden. Aber wenn einer euch gegenüber ein grimmiges Gesicht macht, seid ihr dann bereit, ihm etwas zu schenken? Ganz im Ernst. Ihr werdet ihn Senf in den Kakao tun, richtig? Das heißt, was ist überhaupt ein guter Charakter? Manche der Salaf sagten sogar, das ist ein weiches, mildes Wort und ein Lächeln im Gesicht. Viele unserer Geschwister heutzutage, sie denken, ihre Zähne sind Aura. Deswegen zeigen sie sie nicht. Er versteckt seine Zähne. Und dieses ist falsch.